Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir machen heute ein 12 Minuten HIIT-Workout für Anfänger. Viele von euch haben sich das gewünscht und das mache ich natürlich gerne für euch. Wir werden heute auch nicht springen, also es sind alles knieschonende Anfängerübungen für euch dabei. Wir machen 40 Sekunden die Übung und dann erkläre ich euch in den 20 Sekunden Pause, wie die nächste Übung aussieht. Und ja, alles was ihr braucht, ist eigentlich nur eine Matte und vielleicht auch noch was zu trinken. Und dann würde ich sagen, legen wir auch schon gleich los. Wir starten mit der ersten Übung. Wir geben immer das Knie zum Ellbogen und wechseln dann die Seite nach ungefähr 20 Sekunden. Es geht los. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time. Und ganz wichtig bei dem Workout, macht euer Tempo. Also wenn ihr sagt, ihr mögt es noch langsamer machen, kein Problem. I've been all around the globe trying to protect your soul. Gut, erste Übung wäre geschafft. Ich zeige gleich die zweite Übung. Wir gehen in den breiten Stand und wir machen die Windmühle, aber so, dass wir immer eine Hand auf eine Seite geben, wieder hochkommen und den anderen Fuß berühren. 3 Sekunden, 2, 1, los! Und zwar machen wir Ausfallschritte. Wir stehen hinten bei der Matte, gehen nach vorne, runter, drücken uns aus der Ferse hoch und das andere Bein kommt nach vorne. Noch kurz durchatmen und dann geht's schon wieder weiter. Let's go! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been on. Und wenn es euch etwas zu schnell ist, macht es einfach, wie gesagt, in eurem Tempo. Aber trotzdem immer alles geben. Ihr sollt auf jeden Fall schwitzen. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna wait. Sehr gut, wir kommen jetzt auf die Matte. Wir machen eine Plank. Das heißt, die Hände kommen nach vorne, die Füße nach hinten, gerader Rücken und wir gehen jetzt auf unsere Ellbogen. Kommen wieder hoch, steigen nach vorne und kommen auf. Wieder runtergehen, zurücksteigen und hochkommen. Through the wastelands, through the highways, and on and on we'll
laufen jetzt in kleinen Schritten auf die Seite oder wir gehen schnell auf die Seite, machen einen Squat, kommen wieder hoch und dann wieder auf die andere Seite. 5 Sekunden noch, wir schaffen das, wir sind jetzt schon ziemlich weit. Es geht los.
Wir gehen in Rücklage, machen einen Sit-Up und wenn wir oben sind, punchen wir und legen uns wieder ab. Wenn das zu schwer ist, der kann einfach nur ein kleines Stück nach oben gehen und wieder ablegen. Ausatmen beim Punch nicht vergessen. Wir machen einen Plank und versuchen wirklich 40 Sekunden die Position zu halten. Wenn ihr es nicht mehr schafft, kurz ablegen und gleich wieder weitermachen. Wir ziehen das jetzt noch durch. Allerletzte Übung haben wir 12 Minuten geschafft. Ihr baut eine gute Grundmuskulatur noch auf. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, vielleicht möchtet ihr das nächste Mal ein Bauch-Beine-Po-Anfänger-Workout sehen. Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.